der Westen von Island. Die Natur hat hier im Laufe der Jahrtausende unterschiedlichste Farben hinterlassen. Bunt schimmert dieses Lavafeld. David Krämer sucht hier Steine, aus denen man Farben gewinnen kann. Schön bunt ist es hier tatsächlich, aber es ist eigentlich alles totgebrannte Lava, wo, wenn man das klein malt, kaum Farbe rauskommt. Das heißt, es sind sehr transparente Teilchen, fast schon glasartig, was für die Farbherstellung nicht unbedingt so geeignet ist. Denn der Farbexperte aus Eichstätten bei Memmingen ist auf der Suche nach bunten Rohstoffen für die Farbherstellung. Gemeinsam mit Tobias Doser durchstreift er die weitläufigen Lavafelder und Bachläufe. Doch heute gibt es allenfalls einzelne Zufallsfunde. Mit ihrer kleinen Beute machen sie sich auf den Weg zu Peter Lang. Der Maler aus Gleißenberg im Bayerischen Wald lebt und arbeitet hier für ein halbes Jahr und hat auch David Krämer hierher gebracht. Die wunderbare Abendstimmung auf der Halbinsel Sneifelsnäs wird Peter in seinem nächsten Bild aufgreifen. Er arbeitet unter anderem mit den Farbpigmenten, die David Krämer bei einer früheren Reise in diese Region gefunden hat. Peter Lang hat eine besondere Maltechnik entwickelt, bei der er die farbigen Pigmente mit Maurerschnüren auf ein Bild schnippt. Dabei helfen ihm die bunten Pigmente. Da mit dem David, der zusammenarbeitet, der kennt meine Arbeit und gibt mir dann immer mal eine Empfehlung. Ja, probier das mal. Das ist natürlich toll. Und so spielt Island für Krämer Pigmente zu Hause in ihrer Farbmühle in Eichstätten eine große Rolle. Gesteine aus der ganzen Welt werden hier auf unterschiedlichste Art und Weise gemahlen. In kleinen und großen Mühlen. Hier werden später auch wieder die Steine aus Island verarbeitet. Zurück im Nordatlantik. 4 erdige Pigmente aus Island gibt es im Sortiment von Krämer. Heute suchen David und sein Kollege Tobias einen bestimmten Grünton. Und da jetzt die richtige Ader zu finden für das Grün, da sind wir uns im Moment noch nicht genau, welche sollen wir nehmen. Doch schließlich werden sie fündig und sammeln große Mengen Steine. In einem Container treten diese, mit Hilfe von Peter Lang, jetzt die Reise nach Deutschland an. Das ist schon toll. Die sind so natürlich, denke ich mal, dass die Künstler damit gut arbeiten können. Auch, ja. Oder das macht nachher auch das Natürliche in den Farben aus. Zum Beispiel in den Bildern von Peter Lang, in denen sich die wunderbare Natur und die Farbpigmente aus Island wiederfinden.